ich kann mich damit nicht anfreunden, dass ich ständig und immer wieder getötet werde, ne? Gut, ich hab den Müll rausgebracht. Ey, wenn ich jetzt wieder getötet werde, ne, dann kotze ich im Strahl, sag ich euch. Ich kotze einfach nur. Danu, Ryan, wir müssen auch ein bisschen mehr darauf achten, was hier Phase ist. Du trotzdem mal. Mike kam mir gerade entgegen. Ich möchte auch Mike callen. Ich möchte auch Mike callen. Und der Grund ist, ich habe ihn in der Cafeteria getroffen. Er ist rechts an mir vorbei, oben in Weapons rein. Und kam mir, als ich nach unten gelaufen bin, über Admin, links Storage von unten entgegen. Er ist gewendet. Also, das stimmt nicht. Ich bin mit euch in Admin gewesen, mit dir, Jay und. Danach. Danach bin ich hochgelaufen, genau. Bin wieder runtergelaufen, hab Jay getroffen, ist Storage. Von wo bist du runtergelaufen? Von Cafeteria. Nee, bist du nicht. Doch, lass mich kurz mal erklären, wo die Leiche liegt. Wo kamst du denn gerade her? Du bist mir entgegengekommen. Ja, wo du davor warst. Ich kam von den Schildern und dabei bist du mir entgegengekommen. Und Peter, liegt, by the way, auch. Communications liegt Peter drin, Jay kam mir aus dem Storage-Gang dorthin entgegen. Davor waren eben Dadosh, der Jay gerade verteidigt hat. Ich habe nicht Peter, ich hab Jay nicht verteidigt, ich habe dich angeprangert. Ja, das ist für mich gerade dasselbe in Admin. Deswegen, also die Leiche liegt da unten drin. Ich habe nur Jay in der Gegend rumlaufen sehen. Ich weiß nicht, ob Jay einfach vorbeigelaufen ist, aber die Leiche liegt schon im Eingang. Ich brauche noch 10 Sekunden. Sven, warst du ganz alleine Electric? Ja. Dann ist Sven für mich 100%ig safe, weil er hat das Licht instant angemacht. Ja, yes, ich stand quasi direkt daneben, als es ausgegangen ist. Wer war denn in Camps? Ich. Gerade am Ende noch. Da habe ich aber nur dich dadurch gesehen, wie du als Admin raus bist. Von wo kamst du denn da, Lu? Aus, ich war Cafeteria, bin runtergerannt, Admin vorbei. Ich habe sogar die Karte geswiped am Anfang mit Dizzy und, war das ja, Dizzy? Ja, ich hab's gesehen. Und dann bin ich runtergerannt. Okay. Also ich muss sagen, für mich ist Mike halt verdächtig. Das muss unglaubliches Momentum gewesen sein. Es muss Momentum gewesen sein, wenn du wirklich an mir vorbeigelaufen bist. Weil wie gesagt, du bist recht. Ja, aber dann hätte ich ja den Kill jetzt machen müssen, Jay, und sofort reporten. Dann ist es ja ein klassischer Self-Report, oder? Das vielleicht, musst du also, Jay gesehen hast. Also aber dadurch hast du es gesehen oder hast du es vermutet? Was habe ich gesehen? Nein. Für mich ist das eine Vermutung, weil anders kann ich mir das nicht vorstellen. Als ich verdächtige Jay. Ein insanes Momentum gehabt. Ich verdächtige Jay natürlich für den Mord. Okay. Kann mir ja nichts sagen. Ja, Kalle ist aber safe, der war bei mir. Schnell nochmal die Daten hochladen. Ich muss dann noch die Karte swipen. Ja, sag mal, was ist denn das hier für ein Modem-Speed, hör mal? Boah. Okay, das ist Zero. Karte swipen. Das stellt sich schwieriger als es ist. Okay. Was macht Kalle da so lange? Mike ist dead. Hallo? Shit. Hallo? Hallo? Da liegt ein toter Mike im Electrical. Eieiei. Dann war es Mike wohl nicht. Was war das jetzt von Kalle? Fuck. Eieiei. Und er hat Jay verdächtigt, also deswegen ist ja halt der Verdacht auf Jay weiterhin da. Electrical hast du gesagt, ne? Yes. Also Jay kam mir links entgegen und Dalu stand an den Camps. Mehr habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Ja. Jay und ich waren am Ende sogar noch am O2 oben. Maxi rechts. War noch Reaktor. Ja, ich war gerade Reaktor als Alarm auch mit U2. Die drei, die mir links entgegenkamen. Also Admin war gerade Kalle, DC und ich. Und DC und ich haben quasi O2 unten gemacht. Genau. Ich war noch nicht einmal bei Electrical. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass du links warst. Du bist links hochgelaufen. Genau, ich habe den Reaktor gemacht. Hab da hat diese Simon-Sass-Scheiße gemacht, Ewigkeiten. Ich habe euch alle auf den Camps gesehen, nur aber beim Laufen. Boah, also was war das? War das Ray an den Kameras? Ich habe dann einmal in den Raum reingeguckt und hab da. Ich weiß irgendwie. Ich war an den Kameras. Ich war an den Kameras. Ach so. Und danach bin ich dann hochgegangen. Und Jay und ich haben O2 oben rechts gemacht. Da war aber niemand von euch bis dato. Sag mal, Kalle, was hast du eigentlich in Admin da so lange gemacht? Erstmal, also ich habe jetzt mir so ein bisschen wirklich das zu Herzen genommen, was Dadosh eben gesagt hat, dass man auch mal so ein bisschen gucken muss, was die Leute machen. Ich habe ja in der Zeit dich an dem Admin-Tisch gesehen, dass du guckst, wer wo ist. Ja, und dann habe ich Ray gesehen an dem Ding mit dem Upload, das habe ich dann auch gemacht. Oh, ja. Was hat Sven denn gemacht? Ich bin oben lang gelaufen, hab Medbay gemacht. Ja, Sven war in der Medbay-Kamera, ist dann zur Kamera gekommen und da hatte ich. Da dachte ich, das ist. Hast du Sven bei Admin in der Kamera gesehen da? Ich hab schon gewotet, ja. Sven war oben, Medbay came, ist Medbay reingerannt und er war so lange drin. Nicht, dass der eine Runde gelaufen ist oder so. Das ist korrekt. Boah.
Also Kalle ist für mich relativ... Wir müssen nicht voten, richtig? Wer war denn Maxi war vorne Reaktor? Wo war Ray? Alter. Nur kurz. Wir haben nur vier bei Sekunden. Admin, wie gesagt. Okay, also Alter, Admin mit Kalle, DC. Ja. DC, ey. DC ist es. Da gehen wir rein in die Euer. Das ist Jay? Dann bin ich jetzt dead. Draußen regnet's. Wir haben schön warmen Sommerregen. Nice. Oh, hier liegt ein Buddy. Oh, Moment. Alarm. Okay. Also Leichen reporten ist nicht so geil. Danach bist du nämlich tot. DC, du lebst wahrscheinlich die nächste Runde nicht mehr. Nee, was? Wo hast du ihn gefunden? Da, wo diese Pulte sind zum Fliegen. Also, was ist das? Admin? Nee. Pulte zum Fliegen. Navigation, genau. Navigation war das. Okay. Direkt drinne. Ich war gerade dabei, diesen Strom wiederherzustellen und da lag er. Also, sagen wir es mal so. Kalle kann es nicht gewesen sein. Ich bin jetzt extra, weil ich das Gefühl habe, Kalle ist Crewmate. Bin ich jetzt die ganze Zeit bei ihm geblieben. Habe auch keine Task gemacht. Ich habe ihm nur zugeguckt, wer Upload und Wires in Admin gemacht hat. Ich möchte einen Verdacht schon wieder Upload? Bevor ich nicht mehr viel Zeit habe. Ich stand auf dem Medbay-Scanner, Jay kam rein, ist aber direkt wieder oben raus, aber war nicht Reaktor an. Der also, Reaktor ist gerade angegangen. Ich stand ich direkt gucken, schon... ob da eine Leiche ja, ist. Aber warum ist Sisi auf der anderen Seite der Map? Weil der Reaktor erst jetzt ein paar Sekunden an ist, obwohl war ein bisschen länger her. Also der Reaktor ging an, als ich am Scan war. Das müssen 6 Sekunden plus gewesen sein. Ja. Ich stehe auch schon eine ganze Weile und habe gewartet, weil ist keiner gekommen. Ja, Sisi hat gerade gesagt... Den Scan mache ich noch zu Ende. Sisi wollte gerade den Strom wieder anmachen. Das fand ich sehr interessant, weil es ja die Strom Kabel. War. Ja, weißt du, also ich wollte halt an diesen Pad da das wieder anmachen. Ja, aber warum warst du nach rechts gerannt? Weil mir das Spiel einen fetten Pfeil gezeigt hat, der da drüben war. Und da ich damit. Da lag keine Leiche in der Also, Nähe wer wenn einer an den Camps war, hätte er sehen können, dass ich Medbay reingerannt bin und dass Jay dazugekommen ist. Ich stand auf dem Scanner und ich wollte nach dem Scanner zum Reaktor gehen. Also, ich stand literally open für jeden. Das sagst du jedes Mal. Das kann ich aber noch 10 Sekunden. Wir müssen voten. Ich find, ja. Also, ich finde Dizzy von der Location her komisch. Ja, Feuer. Also das ist das, was ich kann. Also, die sagen, Location ey. Ist komisch. Feuer! Ja, wir müssen. Ich kann nicht. Also ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was los ist. Keine Ahnung, also. Nick. Ich bin auch nicht. Ja, die letzten Sekunden kann man nicht mehr voten irgendwie. Großartig. Naja, gut. Wenigstens wurde ich nicht gekillt. Aber trotzdem, wir machen jetzt mal keine Tasks, sondern wir gucken, was die hier machen. Ich würde sagen, Dalukard. Dalukard irgendwie sagt mir mein Bauchgefühl. Lol. Wieso hast du das gerettet, Dalu, ey? Ey, Mann. So und ich sag noch, Dalu ist es bestimmt und dann werde ich getötet. Also kann mir einer erklären, wie jeder den ersten Mord vergisst. Ja, wie jeder den ersten Mord vergisst. Muss Jay oder ich sein. Aber Jay war Jay mich killt und keiner mehr auf Jay geht. Dadurch, dass Mike gestorben ist, war ich mir so sicher, dass sie jedenfalls Jay rausschmeißen, weil das halt obvious ist. Nee, Jay und ich waren da zusammen am O2, der kann das nicht. Ich muss mal ganz kurz was fragen, Dalukard. Warst du ganz am Anfang, warst du ja auch bei Electrical und bist du nach links gelaufen unten. Ja. Bist du da durch eine Wand gegangen? Ich habe den ersten Kill, ich konnte keinen machen, es kam immer irgendwer dazu. Ich bin ganz normal so gemoved. Weil ich hatte die ganze Runde Kopfschmerzen und dachte so, ist der da durchs Wand gegangen oder nicht? Weil ich hatte dich irgendwie die ganze Zeit verdächtig, aber ich hatte keinen... Aber das musst du aussprechen dann. Selbst wenn ja, aber ich hatte keinen Grund. Ich hatte keinen Grund. Naja, du hast es vermutet, weil du nicht sicher warst, ob das sein gute kann. Gute Runde, Jay. Also dass ja, Jay da durchkommt, ist halt mega hart. Das war so ärgerlich also, mit Dalu, weil ich mir dachte, er wäre safe und dann wiggle ich ihn da rein in mein Boot, Alter. Ich sag, komm rein, okay, dann bin ich alleine okay, mit Jay. Okay, dann gehen wir zu Dalu, okay, Dalu und ich haben halt einfach, glaube ich, 10 oder 15 Sekunden im Vent abgehangen, weil Sven gescannt hat und der andere an der Kamera hing, ey. Das war richtig stressig. Seid so Schweine, Alter. Das Problem war halt auch, Dizzy, dass du halt sagst, ja, ich bin da, wo man ein Flugzeug fliegen kann, wo man das Licht fixen kann. Und das ist halt alles nicht vom gleichen Ort. Und dadurch bist du halt wirklich dann auch verdächtig. Und jeder vergisst, dass Jay eigentlich im ersten Mord... Ja, die Location war... Ey, schon allein, wenn Dalu sagt... Hab ich's nicht, aber der Verdacht ist halt einfach weggelenkt worden. Das war halt... Schon wenn Dalu sagt... Halt einfach so, ich weiß nie, wann ich die Kills timen soll. Ich hab einfach Peter gekillt und da kommt mir natürlich immer instant einer entgegen. Wie mache ich das da am besten? Und dann Mike dann direkt auch gefrontet hast, bevor er auch nur ein Wort ja, das war, nein, nein, das, bevor das ich war reden die einzige konnte, Attacke, bevor ich die ich machen konnte. Nee, aber bevor Jay reden konnte, kam ja Dadosch und meinte, Mike ist verdächtig, ich hab nicht laufen. Ja, das war perfekt. Ja, das war aber, das Momentum war halt insane, weil du hättest nicht an mir vorbeilaufen können, bin ich nach wie vor der Überzeugung. Und deswegen, du hast irgendein
ein, zwei Sekunden gehabt, wo du an mir, weil das hat keinen Sinn gemacht. Wieso gehst du nach rechts oben, gehst dann aber komplett wieder zurück über die Weil wir vorm Start der Runde darüber geredet haben, dass es als Crewmate auch clever ist, nicht nur Tasks zu machen, sondern andere zu beobachten. Genau das habe ich getan, deswegen aber für mich hat das keinen Sinn ergeben, weil da keiner hingegangen ist. Du bist alleine nach rechts oben gegangen. Wenn du nach Leichen suchst, okay, aber es war noch zu early im Game. Deswegen war ich mir sicher, dass du gewendet bist. Ja, bitte. Aber naja, das, so ist das halt. Aber deswegen dachte ich, okay, immerhin haben sie jetzt Jay, aber nö. Dalu hat sich im letzten Talk hat Dalu sich verraten, weil er gesagt hat, wenn irgendeiner in der Kamera stand, das war so obvious, dass Dalu selber... Ja, aber im letzten Talk ging es nur darum, die letzten Sekunden zu drain und am Ende einfach nur auf einen zu forcen. Eben, aber du hast halt, an der Stelle hast du dich so hart verraten, dass du es bist. Aber du hättest es nicht erklären können in der letzten Zeit. Also in den letzten Sekunden weil keine... Ja, genau. Man kann generell nichts erklären, weil die ganzen Super-Detectives die ganze Zeit reden und wenn wir alle reden würden, würden wir uns alle gegenseitig ankotzen. Übrigens. Dalu war nicht krass suspicious, aber dass Jay halt da wirklich, also... Ich sag mal, dass Dalu und Jay sich irgendwie zweimal gegenseitig gedeckt haben, fand ich. Das war für mich der Trigger. Ich musste Jay aus dem ersten Fauxpas rausholen. Boah, das war auch echt schlimm. Ich dachte mir auch so, ich bleib jetzt einfach erstmal nur an Dalu. Im Zweifel mache ich einfach einen Double Kill und danach gehe ich halt vom Board. Das war auch richtig. Das war so mein Plan.